Crunch Roy, Leute, ich werde euch heute die neuen Skins zeigen, die über die Ostertage kommen werden und euch alle Informationen, die ich weiß, über die sagen. Seltenheitsstufen, Aussehen, es wird neue Gleiter geben, Rückenbedeckung und so weiter. Wir fangen jetzt erstmal mit dem neuen Skin an, Nachtkommando nennt er sich. Ihr seht ihn jetzt schon im Hintergrund, wie er im Spiel aussieht und ich finde, der Raketendrucksack passt auch wieder zu ihm hervorragend. Er hat die Seltenheitsstufe Blau, also selten. Wir machen direkt weiter mit der netten Hasendame, Seltenheit Episch. Die Flügel werden ihr bestimmt gut stehen und der Astro-Rucksack in Weiß von dem Weltraumpaket. Als Rückenbedeckung ist hier so ein Osterei mit Herzchen dabei. Es wird auch noch ein anderes Ei geben, aber das bei einem anderen Charakter, das zeige ich euch später noch. Jetzt kommt hier ein legendärer Skin, und zwar die Gattin vom dunklen Reisenden vom Battle Pass. Trägt hier lilane Neonstreifen auf dem Anzug, finde ich auch sehr, sehr schick, hat noch keinen Charakter so gehabt. Und die bringt sogar noch einen legendären Rucksack mit. Sieht von der Art her so aus wie vom dunklen Reisenden. Hier nochmal zum Direktvergleich, der dunkle Reisende hat hier die Streifen in Orange und das Backpack sieht auch ein wenig anders aus mit dieser Herzschlaglinie im Rucksack drin. Als nächstes haben wir wirklich einen bösen Skin, er ist legendär, nennt sich der Rabenskin, mit Federn geschmückt, lila leuchtende Augen und die Mütze gibt ihm so viel Schatten, dass man sein Gesicht nicht erkennen kann. Das wird wirklich der Highlight-Skin sein, er bringt sogar noch eine Rückenbedeckung mit sich, Metallkäfig nennt er sich, mit Federn in legendär. Ich denke, da kann man auf jeden Fall auch mit anderen Skins heftig kombinieren. Und das war aber noch nicht mal alles, Leute. Er hat sogar noch einen eigenen Gleiter. Komplett schwarz, durchlöchert, auch mit zwei Flügeln. Und ich denke, das ergibt eine hammermäßige Kombination. Dann kommen nochmal separat zwei Gleiter rein. Auch wieder mit dem Weltraumthema, was er die Season 3 hatte. Einmal der hier in schwarz. Ist ein epischer Skin. Hinten sogar noch mit Raketenantrieb dran. Also, wenn er episch ist, könnte es eventuell sein, dass dieser Raketenantrieb hinten sogar noch animiert ist, dass da Flammen rauskommen. Das wäre richtig geil. Dann gibt es den noch in weiß, auch nochmal in episch. Und ich denke, der passt ziemlich gut zu diesen NASA-Typen. Dann wird es noch einen Skin im Racing-Design geben, wobei ich mir dabei der Seltenheit nicht sicher bin. Man sieht so ein Muster wie von einer Ziellinie auf ihrem Anzug. Und der Skin ist in Black and Yellow gehalten. Dann gibt es nochmal einen richtig abgefahrenen Osterhasen-Skin. Hat hier Eier als Granaten an seinem Anzug. Und mit ihm wird auch dieses zweite Ei, das ich euch jetzt zeige, kommen. Hier seht ihr es, ist auch eine Rückenbedeckung. Kann man sich also auf den Rücken schnallen und natürlich auch an andere Skins dran machen. Jetzt kommen wir noch zu den Spitzhacken, davon wird es zwei geben. Einmal diese hier, schwarz und rot. Die von Fortnite bringen echt öfters mal Schwarz- und Rot-Kombinationen raus. Da fallen mir schon wieder etliche Skins ein, mit denen man diese Spitzhacke kombinieren kann. Und dann nochmal so eine richtige Osterhasenspitzhacke. Hier an einem Stock ist hier so ein Osterei dran. Ein Schokohäschen ist auch noch drauf und eine Karotte auch noch dran geschnallt. Ey, was ist das für eine Spitzhacke? Und die Spitzhacken sind übrigens beide Seltenheitsstufe Blau, also selten. Mit dem Video habe ich euch jetzt mal einen kleinen Einblick gegeben, was so im Shop demnächst kommen wird. Ich weiß, ihr interessiert euch enorm für Skins. Auch jedes Mal im Stream fragt ihr tausendmal Shop, 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 Skins, Skins, Skins. Spiel den Skin, dies und das. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, da mache ich euch mal ein Video über die nächsten, ihr freut euch bestimmt. Und wenn ich nochmal an solche Informationen komme, werde ich es auf jeden Fall auch wieder machen, um euch da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Lasst doch gern ein kostenloses Abo da und macht die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier seht ihr Tricks und Tipps, wie ihr besser in Fortnite werdet, Challenges und ich stream öfters mal auf YouTube für euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, euer Crunch Royal.